Also grundsätzlich, wir lesen hier aus dem Chaitanya Charitamrita, einem unserer wichtigsten Texte. Der ist in vielerlei Hinsicht sehr wichtig. Wir müssen verstehen, die Chaitanya Mahaprabhu hat, man könnte eigentlich sagen, eine eigene Tradition geschaffen. Ja. Chaitanya Mahaprabhu war in der Madhva-Linie, aber gleichzeitig war er kein wirklicher Befolger der Prinzipien von Madhva. Chaitanya Mahaprabhu hat so seine eigene Tradition geschaffen. Ja. Zum Beispiel, wir sehen das am Kirtan, wir sehen das an der Philosophie, ja, eine ganz eigene Philosophie des Vaishnavatums. Und besonders das, was hier jetzt dann auch besprochen wird, ist die Eigenheit von Chaitanya Mahaprabhus Tradition, die eben in, wir nennen das, Prabhupada nennt das, spontane Hingabe, in spontaner Hingabe besteht. Ja? Was heißt das? Ihr habt sicher schon öfter mal gelesen, ja, spontane Hingabe, spontane Liebe. So, das ist nicht nur, ja, man könnte sagen, es ist eine eigene Philosophie, die darin besteht, dass wir eben nicht mehr angetrieben werden in unserer hingebungsvollen Praxis von intellektuellen Überzeugungen oder irgendwelchen äußeren Regeln, ja, sondern nur mehr, rein nur durch die eigene, den eigenen Willen. Aber dieser eigene Wille muss spirituell sein und nicht materiell. Momentan in der bedingten Situation hat die Seele keine andere Möglichkeit, als aus dem falschen Ego heraus zu handeln, weil wir uns voll, weil wir in Illusion sind. So, deshalb muss dieser freie, der spirituelle Wille entwickelt werden oder der wahre Wille muss befreit werden. So, das ist keine leichte Sache, es ist eigentlich eine, man könnte sagen, yogische Praxis, eine mystische Praxis, ja, der Selbsterkenntnis und dadurch dann der Erkenntnis des wahren Willens, der dann darin besteht, Krishna zu dienen, Krishna zu lieben. Und das ist dann, Prabhupada sagt, spontan. Ja. In der spirituellen Welt gibt es eine Region, in der alle Entitäten diese spontane Liebe zu Krishna haben. Und das ist Vrindavan. So in der Hinsicht, Vrindavan ist nicht nur ein schöner Ort oder eine perfekte ästhetische Situation, sondern ist auch eine Manifestation dieses Prinzips von Spontanität oder wahrer Liebe zu Krishna, die dann auch darin besteht, dass der Verehrende ganz und gar nicht weiß, sich bewusst ist, dass Krishna Gott ist. Ja, so etwas, das eigentlich jedem Yoga oder jeder Religion vollkommen eigen ist und notwendig ist, um überhaupt eine Religion oder ein Yoga zu sein, wird da vollkommen vernachlässigt. Vollkommen vernachlässigt. Wie kann das sein? Man könnte sagen, das ist Illusion. Ja? Gott nicht zu kennen, ist Illusion. Aber wie kann es dann auf einmal Erleuchtung sein, Gott nicht zu kennen? Das geht nur, wenn eben dieses Verständnis von Gott übertrumpft wird von einem anderen Verständnis, und zwar, dass Krishna nicht Gott ist, sondern er ist dein Freund. Ja. Oder auch ein anderer Liebespartner sozusagen. Ja. So, das ist interessant und das ist grundsätzlich, was Chaitanya Mahaprabhu sagen wollte. Und er sagt dann auch später, diese yogische Praxis gemäß Prinzipien, ja, wie eben eine Religion tickt, wie ein Yoga tickt, sagt, das interessiert mich nicht. Das zieht mich gar nicht an. Das finde ich, das, was eigentlich alle denken, was Gott zufriedenstellt, sagt, das interessiert mich nicht. Ich möchte diese spontane Liebe. Ich möchte, dass mich ein Lebewesen spontan und vertraulich liebt und dann auch so mit mir umgeht. Ich möchte, dass Radharani sich eigentlich über mich stellt oder Mutter Yashoda oder mein Bhakta letztendlich über mich stellt und mich kontrolliert und mir diktiert. Was genau das Gegenteil ist von Religion. Weil in Religion bist du Gott untergeordnet. Aber in dieser spontanen Bhakti-Tradition bist du Gott übergeordnet. Natürlich kann man das nicht jetzt machen. Weil jetzt haben wir auch diese sogenannte Ishwara Bhava.
Ich möchte mich überordnen. Ich möchte kontrollieren. Ishwaroham aham bogi. Ich bin der Kontrollierende. Ich bin der Genießende. Das haben wir auch, aber aus dem falschen Ego heraus. So was Krishna beschreibt, ist aus dem wahren Ego heraus. Ich möchte, dass sich ein Devoti mir überordnet aus Liebe und nicht aus falschem Ego, aus Lust praktisch. So, das ist, was wir lernen und was natürlich sehr erstaunlich ist, weil das eigentlich unser Verständnis von Spiritualität und Religion eigentlich 180 Grad rumdreht. Ja. So, wir werden eigentlich durch Krishna-Bewusstsein mal 180 Grad gewendet, transformiert vom selbstischen Wesen zum selbstlosen Wesen. Und dann sollen wir wieder ein selbstisches Wesen im Sinne von Krishna werden. Wohingegen natürlich ein selbstisches Wesen im Sinne von Krishna nicht selbstisch ist, weil es aus dem Ego heraus handelt oder um seine eigenen Sinnenbefriedigung heraus handelt, sondern um Krishnas Sinnenbefriedigung heraus handelt. Und auch wenn sich ein Wesen dann über Krishna stellt, dann nur zu Krishnas Freude. Ja. So, Chaitanya Mahaprabhu begründet diese Tradition. Chaitanya Mahaprabhu ist Krishna selbst. Und eine Tradition braucht Schrifttum. Eine Tradition, eine wahre Tradition muss sehr genau beschreiben, was für was sie steht. So, die Nachfolger von Chaitanya Mahaprabhu haben all das, was Chaitanya Mahaprabhu gebracht hat, sozusagen, was er verkörpert hat, was er kommunizieren wollte, dann aufgeschrieben, systematisch aufgeschrieben. Und damit das Schrifttum der Tradition begründet. Und von all diesen Werken, die geschrieben wurden über Chaitanyas Tradition, ist dieses Buch, aus dem wir lesen, das Chaitanya Charitamrita, wichtig, weil es Chaitanya Mahaprabhu selbst beschreibt. Und ganz klar gestellt hat, was ist die Position von Chaitanya Mahaprabhu? Wer ist er? Warum ist er gekommen? Was will er sagen? Und so weiter. Ja. So, hier in diesem Vers hören wir, Krishna genießt seine transzendentalen Spiele, solange es ihm beliebt, und dann geht er fort. Nach seinem Fortgang jedoch denkt er so. Okay, nächster Vers. Jira kala nahi kare prema bhakti dan bhakti vina jagatera nahi avastan. Lange Zeit habe ich den Bewohnern der Welt keinen liebenden Dienst für mich geschenkt. Ohne solch liebevolle Anhaftung ist das Vorhandensein der materiellen Welt nutzlos. Erläuterung. Der Herr verschenkt selten reine transzendentale Liebe. Doch ohne solch reine Liebe zu Gott, die frei von fruchttragenden Tätigkeiten und empirischer Spekulation ist, kann man keine Vollkommenheit im Leben erreichen. Okay, so das geht jetzt in diese Richtung, was ich eben beschrieben habe. Ja. So, diese Bhakti, Prema Bhakti, ja, Prema Bhakti. So, nachdem Krishna hier war, heißt es hier, nachdem er hier war, gegangen ist, dann denkt er, ich habe nicht Prema Bhakti gegeben. Und was ist der Sinn von dem Universum, ja, wenn es nicht Prema Bhakti gibt? Prema Bhakti ist das Höchste, was ein Lebewesen erreichen kann. Prema Pungsalto Mahan. Prema Pungsalto Mahan. Ja, das ist der höchste Sinn des menschlichen Lebens. Prema zu haben. Aber wenn wir nicht verstehen, was das bedeutet, was das ist, dann ist unsere Begeisterung, das zu erlangen, sehr, sehr schwach. Und das ist die Situation für den Anfänger-Devoti. Wir kommen aus verschiedensten Gründen zu Krishna und in den Tempel oder irgendwie ja in Kontakt mit der Bewegung. Meist nicht aus diesem Grund. Es sind andere Gründe. Aber diese müssen ersetzt werden mit dem einzigen Grund, ich möchte Prema. Ja? Das muss unser brennender Wunsch im Herzen sein. Lauliam heißt das. Eine Begierde muss da sein. Ich möchte Prema Bhakti. So, jeder muss sein Herz durchsuchen und schauen, was stiehlt meine Begeisterung für Prema Bhakti? Was sind die Ablenkungen? Im Madhurya Kadambini, einem sehr interessanten Buch von einem unserer größten Lehrer in unserer Tradition, Vishwanatha Chakravarti Thakur, wird erklärt, dass du erst spirituellen Geschmack erfahren kannst im Leben, wenn dein Bhakti-Yoga stetig ist. Solange Bhakti-Yoga nicht stetig ist,
ja, wird die Praxis immer wieder unterbrochen. Ja, das ist wie wenn du von hier nach München fahren möchtest und du bleibst bei jedem Parkplatz für eine Stunde stehen. Ja, wie lange brauchst du, bis du nach München kommst? Ja. Ja, weil bei jeder Ausfahrt fährst du raus und schaust dir nochmal das Land an. Das heißt, Anishtita Bhajanagriya. Unstetiger Bhajan, unstetiges spirituelles Leben, unstetige Meditation, hingebungsvoller Dienst. Das heißt, du beginnst morgens zu chanten und nach 2 Minuten legst du die Chapa wieder weg und legst dich nochmal hin. Dann nach einer Stunde stehst du auf und nimmst die Chapa und chantest wieder eine halbe Runde und dann gehst du auf die Toilette. Und dann nimmst du die Chapa wieder für eine Runde oder zwei und dann gehst du was essen. Und so weiter. Wie kann man da erwarten, spirituell fortzuschreiten? Deshalb, unser Bhajan muss Nishtita Bhajanagriya sein. Das heißt, stetig, ohne Unterbrechung, permanent. Und deshalb hat Prabhupada davon gesprochen, wir müssen 24 Stunden am Tag im hingebungsvollen Dienst betätigt sein. Nicht nur extern, sondern auch intern. Das ist natürlich nicht leicht. Das ist nicht leicht, das ist sehr, sehr schwierig. Und wenn wir das machen würden, wären wir alle die ganze Zeit sehr ekstatisch. Dann hätten wir etwas, das heißt Ruchi. Ruchi heißt Geschmack. Dann hättest du wirklich Geschmack für Krishna. Und dieser Geschmack würde jeglichen anderen Geschmack ersetzen. Was ist nun das Problem? Warum haben wir den Geschmack nicht? Warum sind wir, also der Geschmack benötigt dieser Nishta, dieser Stetigkeit, so, was ist das Problem, dass wir nicht stetig sind? Wie schon der Chakravarti Thakur erklärt, das sind 5 Dinge. So, das können wir lernen, das ist sehr interessant. 5 Dinge, die unsere, wenn die 5 Dinge nicht überwunden sind, kannst du nie erwarten, stetig zu sein, kannst du nie erwarten, Geschmack zu haben, kannst du nie erwarten, ein Devoti zu sein, die wir eigentlich sein könnten. Und deshalb ist es sehr hilfreich zu verstehen, okay, was sind diese 5 Dinge? Dass ich verstehe, das muss ich vermeiden, daran muss ich arbeiten, das darf nicht da sein. Solange das da ist, ist meine Bhakti immer begrenzt, limitiert, schwach. So, wenn wir ernsthafte Devotees sein möchten, müssen wir das verstehen und daran arbeiten. So, was sind diese 5 Dinge? Das erste heißt Laya. Laya heißt Schlaf. Und Schläfrigkeit. Während Bhajanagriya. Bhajanagriya heißt Bhajan, Krishna verehren, Chapa, Chanten, Kirtan, ja, Bhajan, dein Ausdruck deiner Bhakti, zu Krishna beten, das ist Bhajan. Und Kriya heißt Tätigkeiten. So, das ist Bhakti Yoga. Bhakti Yoga besteht aus Bhajan und Kriya, deine Verehrung und dem Dienst. Ja? So, wenn du während Bhajanagriya müde bist und sogar einschläfst, dann ist das Anishtita Bhajanagriya, unstetiger, hingebungsvoller Dienst. Mit dem Schlaf unterbrichst du deinen Bhajan. Und das ist dann, wie gesagt, Stopp. Bhajan, Stopp. Aber erst wenn wir permanent und für lange Zeit voll im hingebungsvollen Dienst tätig sind, dann erwecken wir praktisch diese spirituellen Sentimente und Ruchi. So, Schläfrigkeit. Du chantest und wirst müde. Du hörst Bhagavatam-Klasse und wirst müde und schläfst ein. Und ich deute nicht auf euch, ich weiß es. Ich werde auch müde. So, ich habe das gleiche Problem. Wir haben dieses Problem. Wir werden müde. Schlafen sogar. Während der Klasse, während der Chapa. Das sind die Hauptpunkte, wo wir müde werden. Ja. Der Puchari am Altar. Ich weiß nicht, es ist nicht so leicht einzuschlafen, aber kann auch sein, wenn man sehr müde ist. Ich denke, ich hatte das auch schon mal, dass ich wirklich so müde war, dass ich fast, ja. Aber meistens denke ich, morgens bei der Bhagavatam-Klasse und bei uns bei der Chapa erfahren wir das. So, solange wir das haben, ist unser Bhakti nicht stetig. Das heißt, da muss man arbeiten. Zweiter Punkt heißt Vikshepa. Vikshepa bedeutet ja, Interesse an weltlichen Dingen. Du chantest Chapa und du denkst an alle möglichen anderen Dinge. Du bist in der Bhagavatam-Klasse
Und du denkst an alle möglichen anderen Dinge. Die Einkaufsliste, die Weltnachrichten, der Aktienkurs, der Bitcoin-Kurs, Probleme mit dieser oder jener Person, die Vergangenheit, die Vergangenheit der Vergangenheit der Vergangenheit, das ganze Drama deines Lebens machst du, während du Hare Krishna chantest. So, das heißt Vikshepa, Ablenkung, abgelenkt von nicht Krishna-bewussten Dingen. Und solange wir das machen, ist dein Bhajan, ist unser Bhajan unterbrochen und damit kommt kein Fortschritt zustande und kein Geschmack. So, diejenigen, oftmals sind diejenigen, die sich am meisten ärgern über Krishna-Bewusstsein und die Devotees, sind diejenigen, die es nicht richtig praktizieren. Ah, die Devotees, wegen den Devotees kann ich nicht im Tempel leben und die Devotees sind schuld. Oder das ist viel zu schwierig, das funktioniert gar nicht. Ja, das sind meistens die, die nicht richtig folgen und dann der Sache die Schuld geben, anstatt sich selbst. Weil sie nicht verstehen, ich bin das Problem, ich praktiziere das nicht richtig. So wie Kshepa, diese Ablenkungen. Weil man soll beim Bhajan und beim Meditieren und beim Chanten bei der Sache sein, konzentriert sein. Wenn du konzentriert bist, schläfst du nicht ein. Wenn du konzentriert bist, denkst du nicht an was anderes. Nächster Punkt, Apratipati. Apratipati heißt, obwohl du nicht schläfrig bist, obwohl du bei der Sache bist, magst du nicht. Ein Mangel an Enthusiasmus, eine gewisse Lethargie, eine gewisse Faulheit. Das ist interessant, ja? Du bist nicht müde, du kannst doch konzentriert sein, aber du magst nicht, du spürst keinen Enthusiasmus. Und Rupa Goswami sagt, dieser Enthusiasmus, diese Begeisterung für Bhajana Kriya, fürs Chanten von Hare Krishna, ja, für den Dienst zu Krishna, ist die erste Qualität, die man braucht. Utsaha heißt das. Utsaha. Utsaha ist doch Festival. Ja? Utsaha ist ein Festival. Du musst begeistert sein. Ich liebe es, Hare Krishna zu chanten. Ich mag Hare Krishna. Ich mag das Bhagavatam lesen. Ich liebe hingebungsvollen Dienst. Ich freue mich drauf. So, das ist der Grund, warum wir morgens nicht aus dem Bett kommen. Du bist ausgeschlafen. Du kannst dich konzentrieren. Aber du willst nicht. Du liegst so schön da und denkst, das ist schöner als Hare Krishna chanten, schöner als zur Mangalarti gehen und so weiter. Wer kennt das? Ich nicht, weil ich bin sehr fortgeschrittener Devote, ich kenne das nicht, nein. Ich denke, wir kennen das alle. Ja? Keine Begeisterung, nicht genug Begeisterung. Ein Devote, klar, ich meine, einerseits muss man sein Level verstehen, aber auf der anderen Seite ist auch gut zu verstehen, wie es richtig gehört. Ein Devote, ein fortgeschrittener Devote, der mag keine Sekunde verschwenden. Der will keine Sekunde verschwenden. Und Prabhupada hat es auch gesagt. Er hat gesagt, Schlaf ist Zeitverschwendung. Für uns ist Schlaf der größte Nektar. Wir nutzen jede Möglichkeit, um zu schlafen. Einen Nachrast brauche ich jetzt. Ja, warum sagt man nicht, extra Runden brauche ich jetzt? Ja, ich muss ein paar Runden chanten, ich brauche das jetzt. Ich brauche das wirklich. Aber nein, wir brauchen Schlaf, wir brauchen Essen, wir brauchen solche Dinge. Ja, solche psychischen und physischen Dinge, die brauchen wir immer. Das brauche ich jetzt. Aber wann sagen wir, ich brauche jetzt Bhagavatam. Ich brauche das jetzt wirklich. Das ist total wichtig, dass ich jetzt das Bhagavatam lese. Ich brauche das. Das brauchen wir nie. Das müssen wir. Ich muss ja am Tag eine Stunde lesen, ich muss ja zur Bhagavatam-Klasse gehen, ich muss jetzt aufstehen, ich muss jetzt Japa chanten. Ist nicht schlimm, ich will das niemandem vorwerfen. Vielleicht klingt das immer so vorwurfsvoll, das liegt einfach an meinem falschen Ego. Aber es soll eigentlich nicht vorwurfsvoll sein, es ist normal. Aber es soll nicht normal sein, bleiben, es ist normal für die bedingte Seele. Klar, wir haben noch nicht dieses Verständnis. Aber da kann man sehen, wie sehr wir eigentlich falsch funktionieren, wenn wir das für normal halten. Aber so sind wir halt. Aber es soll nicht so bleiben. So, wenn wir das Beispiel der fortgeschrittenen Devotees hören, das ist überwältigend, wie Srila Prabhupada begeistert war für Krishna-Bewusstsein und da keine Abstriche gemacht hat. Nicht für seinen Geist und für seinen Körper. Das war für ihn keine
keine Notwendigkeit in der Hinsicht, bedingt. Okay, so das heißt Apratipati, ein Mangel an Enthusiasmus, eine Lethargie, eine Faulheit, kein Antrieb. Und warum? Weil man nicht versteht. Weil man nicht versteht, was ist Krishna, was bietet Krishna-Bewusstsein. Weil man nicht versteht, wow, ich könnte eine Seele sein, die frei und Krishna-bewusst ist und letztendlich bei Krishna ist. Wie wäre das nicht, in der spirituellen Welt zu sein? Was ist das für eine Erfahrung im Vergleich zu der Erfahrung der materiellen Welt? Weil wir das nicht wirklich verstehen. Und deshalb ist auch wichtig, eben Prabhupads Bücher zu lesen, weil mit der Zeit wird dieses Verständnis erweckt und wir sagen, wow, das ist wirklich toll, das ist doch wirklich wunderbar. Das ist wirklich wunderbar. Ich hätte das auch gerne. Ja. Aber das schläft immer wieder ein, dieses Verständnis. Darum muss man es immer auffrischen. Das ist eine Impfung, muss man auffrischen. Es kommt die Impfung, muss man auffrischen. Immer brav eine nette neue Impfung holen. Ja, aber nee, man muss das immer wieder auffrischen. Drum, wir müssen, dürfen nie denken, oh, Bhagavad Gita habe ich schon gelesen, passt. Ich hab's doch schon gelesen. Naja, wir müssen es immer lesen. Warum? Weil wir so vergesslich sind. Das ist eine der Makel der Seele im Kali Yuga. Wir sind so vergesslich. Ich hab das sicher schon mal erlebt. Ich habe was gelesen, wow, das ist so toll und wunderbar. Und dann im nächsten Moment schon wieder vergessen. Was habe ich überhaupt gelesen? Und warum hat mich das so begeistert? Und was soll das hier überhaupt? Ich muss eine Nachricht nehmen. So, Apratipati. Dann das vierte heißt Kashaya. Kashaya bezieht sich auf schlechte Eigenschaften, die man hat, wie Zorn, Neid, Gier, Lust und so weiter. Ja. Und die sind auch. Du magst chanten, Hare Krishna, Hare Krishna, du bist fokussiert. Mit dem Chanten geht auch ein gewisses Gefühl der Demut einher. Und wenn du demütig bist, bist du nicht zornig, bist du nicht lustvoll, bist du nicht gierig, bist du genau das Gegenteil. Durch Demut werden alle schlechten Eigenschaften neutralisiert. Wenn wir nun nicht in dieser Stimmung der Demut sind, in der Stimmung der Bhakti, dann kommen wir leicht in andere Stimmungen und haben aufgrund von, wir meinen es dann rechtfertigen zu können, Grund dafür, jetzt zornig zu sein. Und es heißt, ein Vaishnava ist nie zornig, er verteidigt sich nie, er sieht nie einen Grund dafür. Unser Ego ist so, das sucht praktisch förmlich einen Grund dafür, zornig zu sein, beleidigt zu sein, eingeschnappt zu sein, jemanden nicht zu mögen, nicht zu dienen. Wir suchen manchmal förmlich danach. Ich habe ein Recht jetzt, weil das ist Sinnenbefriedigung. Ich habe jetzt ein Recht darauf, zornig zu sein. Ich habe jetzt ein Recht darauf, den nicht zu mögen. Ich habe jetzt ein Recht darauf, ja, nicht nett zu sein. Warum? Weil nett sein, freundlich sein, lieb sein, dienen, ist sehr anstrengend fürs falsche Ego. Und jetzt kann ich endlich mal diese Anstrengung aufgeben und endlich meinem Ego freien Lauf lassen. Das ist leicht. Es ist sehr leicht, zornig zu sein, das Ego raushängen zu lassen. Das ist sehr leicht. So gegen den Strom des falschen Egos schwimmen ist halt sehr, sehr schwierig. Es ist eine ständige Bemühung, gerade am Anfang. Unser falsches Ego ist so groß und ständig ist das falsche Ego irgendwo angefressen. Ständig irgendwo will und du willst endlich mal, nervt mich, Ruhe, Schnauze, kriegst gleich eine. Das ist so schön. Das ist so schön, das ist so befreiend. Ah, kann ich rauslassen. Und das endlich immer so zurückzuhalten, das ist sehr anstrengend. Immer demütig, Hare Krishna, dienen, das ist sehr anstrengend. Drum, es ist Sinnenbefriedigung, diesen ganzen Unrat rauszulassen. Sinnenbefriedigung, das andere ist Selbstkontrolle. Aber nur durch die Selbstkontrolle und die Betätigung im hingebungsvollen Dienst werden wir das überwinden. Und es wird eine Zeit kommen, da gibt es kein falsches Ego mehr. Und du siehst es als Beschmutzung deiner Seele, diesen Trieben nachzugeben. Weil du die Reinheit deines Selbst erlebst und es ist so schön, rein zu sein, liebevoll zu sein, demütig zu sein, der Diener aller zu sein, erhaben zu sein, eine Seele, eine reine Seele zu sein. Und jetzt praktisch zornig, weil Zorn oder, und andere dieser Eigenschaften, das ist wie wenn du Schmutz auf
dich wirst. Und du siehst, wie das eigentlich das Gegenteil ist. Du siehst, das ist keine Befriedigung mehr, zornig zu sein, lustvoll zu sein, eingeschnappt zu sein, beleidigt zu sein, traurig zu sein. Du siehst, das ist eine Erniedrigung für dich. Ja, das ist eine Erniedrigung, das ist eine Beschmutzung. Und deshalb mag man dem nicht nachgeben. Braucht man dem nicht mehr nachgeben. Am Anfang kann man das fast gar nicht. Aber mit der Zeit lernt man das. So, Kashaya heißt, man hat diese schlechten Eigenschaften und das mag sogar so weit gehen, Eitelkeit wird auch beschrieben, Eitelkeit. Ich bin sehr schön. Ich bin sehr schön. Körperliche Eitelkeit, ich habe einen solch schönen Körper. Nicht ich habe einen schönen Körper, das ist ja transzendental. Ich bin schön. Ja, zu sagen, ich habe einen schönen Körper, ist ja schon recht selbstverwirklicht. Ja. Aber zu sagen, ich bin schön. Ich bin so schön, schöner als alle anderen. Und man kann gar nicht genug von sich sehen. Ja, also wir kennen das doch alle. Ja, wenn ich das und das und das mache, werde ich noch schöner. Und dann stolziert man so durch die Sadhu Sangha. Und genießt die Aufmerksamkeit, ja. Spertivoti ist vielleicht nicht mehr ganz so stark, aber in der materiellen Welt ist das sehr dominant. Sehr dominant. Natürlich haben wir noch solche Dinge, bringen das noch mit ins Krishna-Bewusstsein. Und subtile Eitelkeit und Stolz in Bezug zu Eigenschaften. Ich bin vielleicht ein sehr guter Pujari, Redner, Sänger, Koch und so weiter. Ja? Das ist dann die nächste. Zur Schaustellung. Ja, so ist eine Art zu Schau. Ich stelle mich zur Schau, wie so ein Model auf dem Laufsteg, on the Catwalk. Ja, ist das, heißt das nicht Catwalk? Na, und dann geht man da immer so cool, alle wow, immer Fotos und so. Denkst, wow, ich bin, I'm the Boss. Hm? So, das ist lächerlich. Das ist total lächerlich. Das ist kindisch. Aber das können wir erst verstehen, wenn wir die Schönheit von Krishna verstehen. Weil dann siehst du, was ist wirklich schön, was wirklich wunderbar. Und spirituelle Eigenschaften, die sind wirklich schön und wunderbar. So, dem geben wir dann keine Aufmerksamkeit mehr. Ja. So, das ist Kashaya. So, auch das unterbricht dein Bhajan. Weil Bhajan, wie gesagt, bist du demütig, verehrst du Krishna, denkst an Krishna, denkst an Krishnas Schönheit und denkst nicht an dich. Durch diese falschen Eigenschaften denkt man an sich. Man ersetzt Krishna Bhajan mit Ananda Krishna Bhajan. Ja? Ja? Normal verehrt man Krishna, aber durch das falsche Ego verehrt man sich selbst. Das ist eine Eigenpuja, so eine Selbstpuja. Kling, 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 kling. Ja? Isha Pushpa Ananda Krishnaya Namaha. Ne, zu meinen Lotusfüßen, zu meiner transzendentalen Leibesmitte, zu meinem Lotusgesicht, zu meinem ganzen herrlichen Selbst. Ja, machst du Puja. Aber das reicht ja nicht. Du möchtest, dass das alle machen. Dann machst du einen YouTube-Kanal. Funktioniert. Ja, sehr, eigentlich sehr gefährlich. Ja. So, ja, das ist Selbstbefriedigung. Und Selbstbefriedigung ist eine Perversion. Weil die Seele ist dafür Befriedigung von Krishna. Die Seele dient Krishna aus Liebe und gibt ihm Freude. Und dadurch wird die Seele glücklich. Und das Gegenteil davon in der materiellen Welt ist Selbstbefriedigung. Man dient sich selbst, man will selbst im Zentrum stehen. Man möchte diese Liebe, Aufmerksamkeit, Energie, die für Krishna ist, von allen Seelen für sich, von sich und von allen für sich. Ja. So. Das ist diese Eitelkeit, Stolz. Und das ist genau das Gegenteil von Bhajan. So, wenn wir das haben, unterbrechen wir unseren Bhajan und wir machen Bhajan, wie gesagt, in die falsche Richtung. Du denkst, ich verehre Krishna oder du verehrst dich selbst. Das ist verrückt, das geht nicht. So, das war Kashaya. Und dann das letzte, Rasasvada. Rasasvada heißt, noch Interesse an Sinnenbefriedigung, Interesse am weltlichen Geschmack. Wenn sich die Gelegenheit bietet, dann ergreifst du die.
Ja, du magst dann Bhajan machen, du chantest, du machst und so, aber auf einmal eine Möglichkeit für Sinnenbefriedigung, ah, das mache ich jetzt. Ja? Chant ist gerade total absorbiert, Hare Krishna, bist total im Bliss und eine Runde nach der anderen, vollkommen konzentriert und die Wodi kommt, hey, Babu, heute ist ja Champions League Finale. Glaubst du es nicht? Jandlsbrunn spielt gegen Inter. Wir haben es geschafft. Wirklich toll. Ja, ich komme mit. Und die Wodi will sagen, nee, so ein Blödsinn. Das ist ein Quatsch. Stimmt doch gar nicht, Jandlsbrunn, das schafft ihr doch gar nicht. Ja. So, ein Devote, der hat kein Interesse mehr an Sinnbefriedigung. Der würde das nicht ergreifen, aber im materiellen Bewusstsein, dann schmeißt du die Chapa weg und dann Sinnbefriedigung, irgendeiner Form. Ja. Wenn sich die Gelegenheit bietet, dann nutzt man die. Und das kann man nur überwinden, wenn der Geschmack für Krishna, für Chapa, größer ist als der Geschmack für Sinnbefriedigung. Und das ist ein Test. Das ist ein Test. Weil innerlich zieht es dann, ah, ich würde schon gerne, aber nein, Hare Krishna, ja. Und fortgeschrittene Devotees, die haben absolut kein Interesse mehr an Sinnbefriedigung. Die durchschauen das sofort, das ist total Maya, das ist total Nonsens. Ich bin ja absorbiert in Krishna, das brauche ich nicht. So, das war die letzte Sache. So, das sind die 5 Ablenkungen. Solange wir die nicht überwunden haben, können wir nicht erwarten, wirklich diesen Geschmack zu erleben. Okay, was waren die 5? Also nochmal. Laya, Schläfrigkeit, Schlaf. Zweitens, Vikshepa, Anhaftung, Ablenkungen. Drittens, Apratipati, kein Enthusiasmus, kein Antrieb, Lethargie. Viertens, Kashaya, schlechte Eigenschaften, Selbstpuja, Ego. Und fünftens dann Rasasvada, Sinnenbefriedigung, direkte Sinnenbefriedigung. Ja, so, ich denke, die 5 Punkte waren hilfreich zu erwähnen, weil wir alle damit noch Probleme haben. Also derjenige und die oder diejenige, die keine Probleme damit hat, Entschuldigung, du bist nicht gemeint, aber die meisten, denke ich, haben in irgendeiner Form Probleme. Und letztendlich sind wir doch da wegen Krishna und möchten Krishna erleben. Und Krishna erleben wir durch Bhajana Kriya, durch unsere Japa, durch den hingebungsvollen Dienst. Und solange dieser hingebungsvolle Dienst eben unterbrochen wird, nicht nischta ist, nicht stetig ist, werden wir nicht Krishna erleben. Warum? Weil Krishna will alle Bhakti von uns. Der will uns voll und ganz. Krishna gibt jetzt auch schon Geschmack. Ist ja nicht so, dass wir jetzt nichts haben. Stimmt schon. Aber es ist bei Weitem nicht das, was sein könnte. Und wir sollten uns nicht damit zufrieden geben. Und Krishna wird auch so sein, dass er sagt, okay, wenn du dich damit zufrieden gibst, dann gibt es keinen Geschmack mehr. Damit du dich wieder ein bisschen bemühst. Ja? Und das hat er bei den Gopis auch so gemacht. Er ist weggelaufen von den Gopis, verschwunden, weil sie stolz wurden. Und dann ist er zurückgekommen und dann haben sie ihn gefragt, warum bist du gegangen? Und was ist die Natur deiner Liebe? Was ist Liebe? Und sie fragen, ist Liebe, wenn jemand jemanden liebt, nur weil er auch geliebt wird? Oder ist es so bei dir, du liebst, wie war das nochmal? Ich habe es immer vergessen. Also das eine war Liebe, weil man auch geliebt wird. Man liebt, auch wenn man nicht geliebt wird. Oder man liebt gar nicht. Ja. Und Krishna sagt, nee, es ist bei mir so, wenn ich diese Liebe zurücknehme, dann ist es nur, weil ihr so fortgeschrittene Devotees seid, um eure Liebe zu vergrößern. Weil das ist, was die Gopis dann gemacht haben. Krishna hat sich seine Liebe zurückgezogen und sie wurden wie verrückt nach Krishna, haben Krishna noch mehr sehnsüchtig vermisst und haben ihn dadurch noch mehr geliebt und dann ist er wieder gekommen. Er hat ihre Liebe eigentlich vergrößert. So, Krishna macht das dann bei uns dann auch, wenn er sieht, naja, das ist zu wenig. Für dich ist das zu wenig. Ja, dann lasse ich ein bisschen nach, weil du denkst, oh, es passt doch so, dieses Medium-Level von Krishna-Bewusstsein, das ist schon okay. Nein, Krishna will, dass du in Ekstase bist, in Gottes Liebe. Und wenn es weniger wird, sollst du denken, oh, das wird zu wenig, ich muss mich mehr bemühen. Und nicht denken, oh, das funktioniert nicht. Wir denken so, oh, funktioniert ja gar nicht, lasse ich es, dann mache ich was anderes.
hole ich mir wieder mein GT und fahre durch die Stadt mit der Anlage an und so weiter. Lass mir die Haare wachsen und bin wieder ganz schön. Ja. Nee, Krishna, wenn es zu weniger wird, soll man denken, oh, Krishna will mehr von mir sehen. Und dann geht es wieder weiter. Ja. So, Krishna spielt da ein bisschen mit uns. Soll man nicht missverstehen. Okay, Hare Krishna, ich mag nicht viel mehr sagen, ich denke, das war schon genug. So, wir wollen uns bemühen im hingebungsvollen Dienst und jede Gelegenheit nutzen für Fortschritt. In der Gemeinschaft von Devotees ist das sehr hilfreich. Also wenn ihr hier seid, das ist sehr gut. Hier ist eigentlich eine Bhakti-Schule. Nutzt die Zeit, in der ihr hier seid, um Fortschritt zu machen. Das ist ewiger Fortschritt. Und ja, lasst uns lernen, hingegeben zu sein. Und es gibt viele Herausforderungen, ist nicht leicht, aber letztendlich dürfen wir verstehen, wenn es ein Problem gibt, ist es nur das falsche Ego. Es sind keine substanziellen Probleme, es ist nur das falsche Ego. Und wir nehmen uns die großen Devotees zum Vorbild, die kein falsches Ego haben. Und wie gut die es nicht haben. Die haben es so gut. Ohne falsches Ego lebt sich so gut. Aber dafür müssen wir ein bisschen was tun. Okay, Hare Krishna. Irgendwelche Fragen? Ja, Pascha? Keine Frage, aber interessante Aussage habe ich im Lektor gehört, dass Karma eigentlich hat keine Wirkung, wenn wir demütig sind. Und in dem Moment, wenn wir unser Stolz aufwecken oder entwickeln, dann reagiert eigentlich Karma. Es ist so, the whole karma is activated by pride. If you are humble, then there is no karma. It waits until you become proud and then... Ja, wir mögen schon noch Karma haben, aber du nimmst es nicht ernst. Weißt du? Ein Devotee erfährt schon noch Probleme der materiellen Welt. Gut, ein reiner Devotee versteht, es kommt direkt von Krishna. Srila Prabhupada ist auch krank geworden und so Dinge. Gut, der hat kein Karma, hat aber trotzdem Probleme. Aber ein Anfänger-Devotee hat noch Rest-Karma. Ja? Prabhupada sagt so, wenn du dich hingibst, wenn du dich Krishna hingibst, und es ist das, wie wenn du den Stecker von dem Ventilator rausziehst, wenn du ihn ausschaltest. Ja. So, du machst es geht keine neue Energie mehr hinein, aber der dreht noch ein bisschen. So, wenn wir noch diese verschiedenen Probleme erleben, ist dann noch unser Restkarma. Aber wenn wir demütig sind, können wir damit umgehen, dann werden wir eben nicht beleidigt, zornig und so weiter. Dann reagieren wir nicht drauf. Ja. So, Karma oder kommt drauf an, wie man sieht, aber oder Leid. Leid an sich ist für Devotees bis zum Ende eine Tatsache. Es ist nicht so, oh, jetzt bin ich Devotee, jetzt gibt es kein Leid mehr. Srila Prabhupada, Haridas Thakur, so viele Beispiele in unserer Geschichte, die extremes Leid erlebt haben. Sogar die Pandavas in der Gemeinschaft von Krishna haben gelitten. Aber das ist nur äußerlich. Das sieht nur so aus, weil innerlich. Ein Devotee ist tolerant, ist demütig und nimmt das nicht ernst, akzeptiert das und leidet deshalb nicht. Zu leiden ist eine bewusste Entscheidung. Weißt du, was ich meine? Leiden ist eine bewusste Entscheidung. Das falsche Ego entscheidet sich für Leid. Jetzt habe ich einen Grund zu leiden. Warum? Das ist wieder so ein Self-Pity. Wie sagt man auf Deutsch? Self-Pity. Man muss sich selbst so bemitleiden und man will bemitleidet werden. Ja, genau, diese Opfermentalität. Das ist auch falsches Ego. Das hat das falsche Ego wieder Grund, ne? Aufmerksamkeit zu bekommen. So, ja. Genau, durch Vaishnava-Eigenschaften dann Leid. Wie gesagt, ja, es ist eine bewusste Entscheidung. Möchte ich leiden oder möchte ich nicht leiden? Aber es ist natürlich nicht leicht, weil wir sind so angehaftet an das Leiden. Ja, das falsche Ego, wir sind so angehaftet. Ja. Hare Krishna. Sonst noch irgendwas? Ja, Julian. Wenn wir noch keinen Geschmack haben, wie sollen wir dann den Geschmack für andere Dinge verlieren? Indem du eben Geschmack entwickelst. Okay, Geschmack für materielle Dinge einerseits kann nur wirklich überwunden werden durch den spirituellen Geschmack. Aber um mal sich nicht zu sehr im materiellen Geschmack zu betätigen, hilft schon die Entsagung. Also sich einfach zurückhalten. Auch wenn man möchte... genießen möchte, doch entsagen. Es geht schon. Ja? Durch Wissen und Loslösung kann man sich
davon distanzieren. Aber nicht für lange. Das kann man nicht lange aushalten. Weißt du, was ich meine? Das kann man nicht lange aushalten. Ich muss doch. So, deshalb in der Zeit, wo man entsagt und sich löst und distanziert, soll man sich mit Krishna beschäftigen, um den höheren Geschmack zu entwickeln. Dann ist man auf der sicheren Seite. Ja? Okay, noch was? Also ich habe mal die Erfahrung gemacht, dass Krishna wunderbare Dinge erwünscht hat, die einen zum Nachdenken bringen, dass man von seiner Zeitvergeudung man anderen Dingen widmet, die nichts mit Krishna zu tun haben, sich davon wieder entfernt. Und zwar hatte ich früher so mal die Gabe, so nach der Arbeit ein bisschen shoppen zu gehen, eine Tasse Kaffee zu trinken, Zigarettchen und so. Ja. So, dann hatte ich mir Krishna um den Hals gehängt, an so einer Diamantkette, die war da auf Stahldraht gefädelt, die war nicht zerreißbar. Und da hing dann Krishna und da war der Krishna dran. So, und dann bin ich zum Shoppen gegangen und dann kam ich nach Hause. So, und dann gucke ich ins Spiegel, da ist die Kette gerissen, das Medaillon ist weg. Und dann war ich so, ich war so erschrocken, ich dachte so, jetzt hat Krishna die Nase voll, jetzt hat er sich von mir gewandt, jetzt ist Schluss. Und dann war ich so traurig und dann habe ich, dann habe ich mich vor Krishna gesetzt und gebetet. Ich dachte wirklich, jetzt ist Schluss, jetzt hat er die Nase voll mit mir. Und das hat mich aber davon abgebracht, ich bin nie wieder shoppen gegangen. Das war für mich beendet. Ich bin dann bloß noch zum Markt und habe Duftrosen da gekauft. Ja? Aber das war auch wirklich, ich habe da nicht drauf verzichtet, sondern ich war davon befreit. Er hat mich davon befreit, von meinen schlechten Eigenschaften. Ja? Und das ist irgendwie, Krishna hat so tolle Arrangements, die einen da helfen, auf den richtigen Weg dazu kommen. Ja, ja, danke für deine Erfahrung. Ja, okay. Bascha. Gibt es eigentlich einen anderen Grund, dass wir keinen Geschmack haben von den Heiligen Namen außer Stolz? Und noch eine andere Frage. Also wenn Krishna ab und zu uns ein bisschen Barmherzigkeit in Form von Geschmack vor den Heiligen Namen gibt und dann ist wieder weg, was ist eigentlich die Grund dafür? Also die erste Frage, ob es ein Grund dafür, dass wir keinen Geschmack haben, ob das nur Stolz ist oder auch was anderes? Ja. Ich meine, kann ich jetzt so nicht sagen, aber insgesamt ist es halt das falsche Ego und auf dem falschen Ego basieren halt Stolz, Lust, dies und jenes. Ja? Wir kennen ja in der Bhagavad Gita auch die Aussage, in der Krishna sagt, es beginnt alles mit Lust. Ne? Eigentlich beginnt alles dabei, über nachzudenken, über die materielle Welt zu kontemplieren, ne? Sie zu betrachten. Dann entwickelt man Anhaftung, dann Lust und so weiter. Da gibt es ja so eine im zweiten Kapitel so eine Progression, wie man praktisch in Maya fällt. So, die Basis ist natürlich dieses falsche Ego. Ich will die materielle Welt genießen, ich will weg von Krishna, ich will selber Krishna sein. Auf dem basiert halt alles. Und Stolz, ich meine, ist eine von den Eigenschaften, die Krishna nicht mag. Ne? Ich meine, Krishna mag auch nicht Lust, Krishna mag auch nicht Lust, Zorn und so weiter. Aber das gehört eigentlich, letztendlich gehört das alles zusammen. Das sind alles so Schattierungen vom falschen Ego. Irgendwo hängt das ja alles zusammen. Und die zweite Frage, wenn du... Also wenn der Geschmack ab und zu weggeht, ist das so zu verstehen, dass wir eigentlich wieder dieses falsche Ego Identität haben? Kann sein, auch, ja. Aus meiner Erfahrung ist eigentlich meistens Unaufmerksamkeit. Also ich muss sagen, meistens, wenn ich aufmerksam bin, bei der Sache bin, ob beim Lesen, beim Chanten, ist Geschmack da. Latent zumindest. Latenter Geschmack ist immer da, wenn wir aufmerksam sind. Also, dass wir jetzt sagen können, Krishna nimmt den Geschmack weg und wir sind schon so auf so einer Ebene, ist eigentlich eine hohe Ebene. Das ist eher bei höheren Freuden, Ekstasen, was auch immer, ja, bei fortgeschrittenen Devotis. Ich denke, bei uns ist primär unser eigenes Versagen, wenn wir nicht diesen Geschmack haben, aufgrund von diesen fünf Dingen, die ich beschrieben habe, und eben auch Unaufmerksamkeit. Das ist jetzt meine Erfahrung.
So, daran kann man arbeiten, aufmerksam sein. Ja, was heißt Geschmack? Es ist nur, dass wir, wenn wir chanten, dann können wir eigentlich sitzen bleiben und chanten. Geschmack heißt Freude. Du hast eine gewisse Freude im Herzen, du bist glücklich, du empfindest Freude, Frieden, Freiheit. Das ist ein gewisses Gefühl. Das ist der Geschmack. Du spürst, du verstehst diese Aussage, der heilige Name tanzt auf deiner Zunge. Und du spürst, es ist wirklich Geschmack. Es ist eine Art spiritueller Geschmack, den kostet man direkt. Wird jeder von uns sicher schon ein bisschen erlebt haben. Und der Geschmack kann noch viel intensiver sein. Muss noch viel intensiver sein. Okay. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Srila Prabhupada ki jai, nitai, Gaur Premanande. Wenn ihr mehr wissen wollt über die transzendentale Wissenschaft des Krishna-Bewusstseins, dann kann ich euch den Bhakti-Club empfehlen. Wir haben nun eine neue Plattform, auf der ich exklusive Inhalte anbiete, wie Videos und Kurse und eine digitale Sadhu-Sangha. Geht einfach auf www.bhakti-club.de und registriert euch dort. Dann könnt ihr Einlass bekommen in eine spirituelle, digitale Welt. Ich freue mich auf eure Gemeinschaft. Hare Krishna.